Guten Morgen bzw. guten Tag an alle Teilnehmer. Hier spricht Andreas Prager. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wir starten gleich pünktlich um 10 Uhr. Die Sitzung ist jetzt schon offen, damit Sie schon mal den Weg quasi als Zuschauer in die ersten Reihen finden. Mit dabei ist der Tobias Görs von der Firma ADP, aber da komme ich gleich nochmal zu. Und meine Kollegin Larissa Sander, die im Hintergrund für die technischen Belangen zuständig ist und bereitsteht. Ich bin heute quasi Ihr Moderator, habe nicht so wahnsinnig viel zu tun, darf den Herrn Görs gleich begrüßen und Sie heute hier mit abholen. Schon vorweg, stellen Sie gern all Ihre Fragen. Sie haben ja in Ihrem Webinar-Bedienpanel, was Sie an irgendeiner Bildschirmseite, vermutlich an der rechten Bildschirmseite, sehen können, im unteren Bereich einen Reiter, der nennt sich Chat. Und im Chat können Sie all Ihre Fragen stellen. Und da würde ich mich jetzt schon freuen, wenn Sie mir eine kurze Rückmeldung geben können, ob Sie mich denn hören können und ob Sie den Bildschirm von dem Herrn Görs schon sehen können. Das wäre ganz fantastisch, wenn Sie mir eine kurze Rückmeldung im Chat geben können. Befindet sich im Webinar-Bedienpanel relativ weit unten. Und da bekomme ich schon die erste Rückmeldung. Das ist der Fall. Das freut mich. Besten Dank dafür. Sehr schön, funktioniert gut, alles super. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Da wissen Sie ja schon gleich, zumindest diejenigen, die mir geantwortet haben, wo Sie dann all Ihre Fragen und Anmerkungen stellen können. Wir beobachten das dauerhaft, parallel. Das heißt, sollte mir eine inhaltliche Frage aufkommen, dann werde ich den Herrn Görs in seinem Redefluss zu unterbrechen wissen und Ihre Fragen dann stellen. Kann sein, dass ich das ein bisschen zeitversetzt mache, von daher wundern Sie sich bitte nicht, dass es vielleicht einen Augenblick dauert. Aber scheuen Sie sich nicht, Ihre Fragen zu stellen. Der Herr Görs freut sich schon darauf, auf alle Belange eingehen zu können. Gut. Wir starten, wie gesagt, gleich pünktlich um 9 Uhr. Ich bin im Übrigen heute zugeschaltet aus dem sonnigen Kiel. Es ist eine seltene Freude und auch ein seltener Gast, die Sonne in Kiel sehen zu dürfen. Ich hoffe, Sie haben bei sich vor Ort auch schönes Wetter zur Abwechslung mal. Winter war dunkel genug. Aber mit gutem Wetter wollen wir jetzt hier starten und mit einem spannenden Vortrag, den der Herr Görs mitgebracht hat. Aber dazu gleich mehr. Man sagt uns Deutschen ja nach, dass wir sehr pünktlich sind. Von daher haben wir die Uhr auch akribisch im Blick und werden dann Punkt 10 Uhr für alle die Tore öffnen. Und dann kann der Herr Görs sofort loslegen mit seinem Thema HR Outsourcing. Da haben wir im Übrigen im Laufe des Jahres auch noch eine Webkonferenz, sollte Sie interessieren. Gut, Punkt 10 Uhr. Damit heiße ich Sie alle herzlich willkommen zum heutigen Webinar. HR Outsourcing, warum gerade kleine Unternehmen davon profitieren können. Ihr heutiger Referent ist der Tobias Görs in seiner Funktion als Vertriebsleiter KMU HR Solutions bei dem Hersteller cloudbasierter HR-Lösungen ADP. Er hat uns dieses spannende Thema mitgebracht, wo sich im letzten Jahr sehr viel getan hat. Die Gesetzesänderungen rund um das Thema Arbeitnehmerüberlassung haben ja auch Auswirkungen auf das Thema Outs oder auf die Konsequenz, vielleicht auch mal über Outsourcing nachzudenken. Von daher sind wir sehr gespannt, was er uns heute alles zum Thema berichten wird. Aber er kennt sich selbst am besten. Guten Morgen, Herr Görs. Der Ball liegt bei Ihnen. Schönen guten Ich würde Morgen. mich freuen, wenn Sie sich ganz kurz vorstellen und dann loslegen. Ja, sehr gerne. Ja, auch von meiner Seite, Hallihallo zu unserem Webinar heute, warum gerade Kleinunternehmen vom HR-Outsourcing profitieren. Auch ich komme aus dem Norden und sitze gerade in Hamburg und freue mich ebenfalls über sehr sonniges Wetter, was bei uns auch nicht oft der Fall ist. Also Kiel und Hamburg ist da gleich um die Ecke, mehr oder weniger. Und wir haben heute die Freude, dass tatsächlich die Sonne scheint. Ja, kurze Vorstellung. Was machen wir? Also gemeinsam mit meinem Team hier in Deutschland begleiten wir von ADP Unternehmen in dem Weg in die digitale Personalabteilung. Also wir digitalisieren Themen, die sehr im Schwerpunkt administrativ sind. Also tatsächlich sowas wie ja, der Urlaubsantrag oder die digitale Personalakte, dazu aber gleich viel mehr. Und gemeinsam sprechen wir mit Unternehmen, wie wir
die Prozesse so gestalten sind, dass diese lästige Administration ja minimiert wird und dann sich viel mehr auf die strategischen Themen konzentrieren wird. Aber da werden wir das gleich anhand, jetzt gehe ich mal eine Folie weiter, anhand der Reise von Patrick Schumacher. Patrick Schumacher ist der Inhaber und Geschäftsführer der P&S International GmbH und den habe ich vor jetzt doch nunmehr vier, fünf Jahren getroffen und er wollte und hat mit mir tatsächlich genau über dieses Thema gesprochen. Also wie kann er sich aufstellen mit seinem Unternehmen, der P&S International GmbH, um sich für die Zukunft gewappnet zu können? Und der Herr Prager hat das gerade ganz fantastisch gesagt. Viele Regularien, die sich ändern. Vor uns allen am 25.05. steht jetzt auch noch eine große Änderung im Hinsicht vom Mitarbeiterdatenschutz, also die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die neuen Regelungen, die auf alle auf uns einprassen. Wir nennen ihn bei uns in der Branche gemeinsam mit dem Team auch gerne den Datenschutz-Tsunami, der dort auf uns zurollt. Und wir haben vor 4 Jahren, 4,5 Jahren mit dem Patrick Schumacher gesprochen. Und das ist so die Grundvoraussetzung, die uns dort ja getroffen hat. Also der Herr Schumacher hat gesagt, er ist zu dem Zeitpunkt mit 85 Mitarbeitern in Deutschland tätig und hat eigene Auslandsgesellschaften mit jeweils circa 10 Mitarbeitern ungefähr. Sie sehen die Länder da, die es sind. Wer es nicht weiß, was das Äußere ganz rechts ist, das ist das Land Singapur, also in war auch noch in fernab unterwegs und hat dort seine Materialien und seine Produkte verkauft. Und sein Ziel war es, das ist mal ganz wichtig, dass man, wenn man sich unterhält, wo soll die Reise hingehen, dass man schaut, wo ist das Ziel. Sein Ziel war es, dass er in 15% Wachstum im Umsatz und Personal im In- und Ausland in den nächsten 3 Jahren beschäftigt. Und da er der Meinung war, dass es in Südamerika auch noch ganz, ganz wichtig ist, seine Produkte zu vertreiben und Geschäft zu machen, wollte er auch in den nächsten 3 Jahren seine Reise und seine internationale Reise und sein Wachstum in Richtung Chile, die Chile-Flagge dort unten, weiter vorantreiben. Wir bei ADP sprechen ganz, ganz viel mit Kunden. Wir haben auf der ganzen Welt circa 630.000 Kunden, mit denen wir reden. Und der Herr Schumacher ist tatsächlich nicht alleine in seinen Bestrebungen zu wachsen. Wenn wir uns einfach mal das KMU-Segment in Deutschland anschauen, bewegt sich Herr Schumacher bzw. die P&S International GmbH circa in einem Umfeld mit 2,5 Millionen Unternehmen. In Deutschland selbst haben wir 2,5 Millionen Unternehmen, die bis 250 Mitarbeiter haben und damit ist ja der kleine und die mittleren Unternehmen oder das KMU-Segment tatsächlich die Säule der deutschen Wirtschaft. Das muss man so sagen, das kann man auch mit Stolz behaupten. Nämlich circa 61% der Arbeitnehmer, die in Deutschland tätig sind, befinden sich im KMU-Bereich. Also das sind 17 Millionen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich in diesem Segment bewegen. Also tatsächlich das Segment, was den größten Wachstumswerte anhat und wo man sich auch ja in einem Riesenumfeld bewegt. Das ist das Umfeld, in dem sich der Herr Schumacher bewegt hat. Und als wir angefangen haben, mit ihm über seine Situation zu sprechen und zu sagen, wie kann die Personalabteilung, wie kann seine Ausrichtung im HR dazu beitragen, dass er international wächst, haben wir uns als allererstes auf ein Thema fokussiert. Und das war tatsächlich die Entgeltabrechnung. Persönlich bin ich der Meinung, ich habe auch mal, das ist schon ganz lange her, Human Resources Management bzw. Personalmanagement studiert. Und mittlerweile bin ich tatsächlich der Meinung, dass alles bei der Entgeltabrechnung beginnt. Es ist, müssen Sie sich vorstellen, das ist wie so ein Baum, die HR-Abteilung. Und die Entgeltabrechnung ist der Baumstamm. Und dort fließen alle Informationen, alle Änderungen etc. fließen durch diesen Baumstamm in die einzelnen Blätter, wie zum Beispiel Talentmanagement oder aber auch Recruiting oder aber auch die digitale Personalakte. Allerdings sind die ganzen Regularien, in denen sich ein Unternehmen bewegt und in denen es auch empfindliche Strafen geben könnte, tatsächlich in der Entgeltabrechnung zu finden. Und diese muss in einem sicheren Fundament, in einem großen, starken Baumstamm sein, dass alle anderen kleinen Teildisziplinen davon profitieren können.
Daher haben wir angefangen, haben uns an einen Tisch gesetzt, den Sie hier links sehen, und uns mit den verschiedenen Abteilungen zusammengesetzt und geguckt, okay, wo kann die Reise eigentlich hingehen? Und da saß zum Beispiel natürlich der kaufmännische Leiter mit am Tisch oder der Herr Schumacher natürlich selbst und auch die HR-Abteilung. Und wir haben uns dann einfach mal hingesetzt und geguckt mit, okay, welche Fragen müssen wir klären, damit wir überhaupt eine Reise gehen können, nämlich hin zu diesem 15-prozentigen Wachstum und eine Arbeit in Richtung von schlanken und lean HR. Und da sind 7 Fragen sind uns aufgekommen dabei. Die erste ist, welches Risiko habe ich eigentlich in diesem Umfeld? Wo bewege ich mich? Was passiert da eigentlich? Das ist das Risiko, was bei der Entgeltabrechnung auf mich hereinprasseln kann, was mich davon abhält, auf das Kerngeschäft zu fokussieren. Und das ist schon die Frage 2. Also was passiert? Und das wird am 25.05. ist das Ihnen, kann es sein, dass man da doch das ein oder andere Hürdchen noch nehmen muss bis dahin, was mich davon abhält, das Kerngeschäft zu nehmen. Wie bleibe ich dabei, wenn ich mich auf die Personalabteilung konzentriere und wenn ich die Voraussetzung schaffe, also die Wurzeln für diesen Baumstamm herausarbeite, wie bleibe ich dabei flexibel? Werde nicht starr, heutzutage heißt flexibel auch agil, also wie kann ich agil damit fokussieren? Wie werde ich kein teures Umfeld schaffen, sondern wie halte ich die Kosten dabei stabil? Sehr wichtiges Thema, also wichtig ist eben auch den, auch wenn wir über HR sprechen, mit der Personalabteilung auch andere Nachbardisziplinen mit reinzunehmen und zu gucken, wie sind eigentlich die Kosten strukturiert, wie ist die Ist-Situation da, wie sichere ich mich auch gegen Ausfallrisiken ab? Also nicht nur das Risiko oben allgemein, sondern insgesamt, welche Ausfallrisiken gibt es, die mich daran hindern, dieses Ziel, nämlich dieses 15-prozentige Wachstum bei Herrn Schumacher, umzusetzen. Und natürlich, wie kann ich mir einen Baumstamm bauen, an dem noch ganz viele einzelne Äste herauswachsen können, die das Thema Personal bearbeiten oder meine Mitarbeiter betreffen. Also wie kann ich das System, was ich etabliere, dann bei mir auch schnell und einfach erweitern mit anderen Modulen etc. Und vor allem, wie kriege ich es auch hin, meine Auslandsgesellschaften mitzunehmen? Und wie erreiche ich dabei neue Märkte schnell und einfach? Also Thema Agilität, Flexibilität wieder. Und da alles, da haben wir alles, oder damit hat alles begonnen im Bereich der Entgeltabrechnung, weil das dieser Baumstamm ist, aus dem alles kommt. Kommen wir dann nochmal direkt zur ersten Frage. Also was haben wir da für Themen miteinander besprochen? Wie haben wir das miteinander geklärt? Und was für Risiken gibt es überhaupt? Wenn wir das mal schauen, die P&S International GmbH hat sich in einem alleine nur, wenn man den Blick auf die Entgeltabrechnung nimmt, einen immensen, doch sehr regulativen Umfeld bewegt. Also wir haben jetzt, Sie sehen es hier, auf der einen Seite die EU-Datenschutzgrundverordnung. Das war vor 4 Jahren tatsächlich noch nicht so ein riesengroßes Thema. Hier können wir allerdings, ich glaube, hier haben wir auch eine Frage, Herr Prager, oder? Oder eine Umfrage, die wir direkt noch stellen können. Ganz genau. Da haben Sie sich schon... Genau. Ja, bitte. Ich will Sie nicht unterbrechen. Umfrage läuft schon. Nee, machen Sie gerne, Herr Prager. Alles klar. Super. Also die Frage lautet, haben Sie Ihre Systeme bereits auf die EU-Datenschutzgrundverordnung Sicherheit überprüfen lassen? Oder anders ausgedrückt, sind Ihre Systeme EU-Datenschutzgrundverordnungskonform? Bei Ihnen ploppt jetzt ein Fenster auf, wo Sie voten können mit Ja, Nein oder Sie wissen es nicht genau. Da würde ich jetzt um Ihre Votings bitten. Ja, da haben Sie wahrscheinlich in all Ihren Gesprächen sehr unterschiedliche Erfahrungen sammeln können, wahrscheinlich gerade im KMU-Segment, wie Ihre Kunden so mit der EU-Datenschutzgrundverordnung umgehen. Das war tatsächlich auch bei Herrn Schumacher damals, jetzt vor 4 Jahren, noch nicht so das Thema. Allerdings ploppt das jetzt immer mehr auf und wir fühlen gerade so eine Art Torschlusspanik, so nenne ich es mal, weil in wenigen Monaten kommt die DSGVO auf uns alle zu. Und jetzt wird nochmal mit Nachdruck nicht reingeguckt. Also in diesem KMU-Segment sieht man von bis. Also es wird gut gehen, irgendwie Augen zu und durch, wovon ich sehr abrate. Und natürlich auch mit, wir sind da schon, haben Externe eingeschaltet. Man muss auch Ressourcen dafür ausmachen. Ich glaube, Herr Prager, Sie kennen das natürlich auch. Man muss gucken, wie kriege ich das Thema jetzt irgendwie auf die Spur. Und das ist tatsächlich ein Datenschutz-Tsunami, so nennen wir den. Ja, dann schauen wir doch mal, auch für uns Deutsche. Ja, absolut. Wir schauen mal, wie das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen. Ich würde die Umfrage schließen und die Ergebnisse übertragen
Und da können wir jetzt erkennen, dass 32% sagen, ja, wir haben unser System überprüfen lassen. 32% sagen, nein, haben wir nicht. Und 37% sagen, weiß ich gar nicht so genau. Jetzt ist die Frage, wenn man es nicht so genau weiß, könnte das darauf hindeuten, dass es unter Umständen noch nicht passiert ist? Gerade weil es so ein Thema ist, wird es auf jeden Fall thematisiert, denke ich, sofern es denn wirklich angegangen wird. Aber ich bin gespannt, Herr Görs, welche Erfahrungen Sie noch gesammelt haben in diesem Zusammenhang. Ich würde die Ergebnisse wieder ausblenden. Ja, tatsächlich. Also da reden wir jetzt über 69% mit, wenn wir jetzt mal diese, ich weiß nicht genau, mit reinnehmen, die sich auf dünnem Eis bewegen. Also es ist am 25.05. geht's los. Ich kann nur dazu raten, das auch mal zu prüfen, wenn Sie auch einen Dienstleister haben, ob dort die Verträge so sind, wie sie sind. Und das ist tatsächlich ein Risiko, in dem man sich bewegt. Habe ich Systeme, die darauf ausgelegt sind, ja, den Datenschutz einzuhalten, national wie international. Wenn ich ein internationales Unternehmen bin, wie muss ich eigentlich mit den Daten umgehen, die sich im Ausland, die ich im Ausland erhebe, also immer mit dem Hinblick auf den Mitarbeiterdatenschutz, so wie wir ihn nennen, also tatsächlich den personenbezogenen Daten. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter weg von der EU-Datenschutzgrundverordnung. Sehen Sie dort den Paragraphenhammer, also alleine weltweit im letzten Jahr hat sich nur mit dem Blick auf die Entgeltabrechnung die gesetzlichen Regularien geändert, und zwar in Form von circa 20.000 Änderungen. Also 20.000 Änderungen haben in den letzten Jahren weltweit stattgefunden. Das ist für internationale Unternehmen schon sehr, sehr groß. Also es ist je Land bezogen, können da Gefängnisstrafen für den Geschäftsführer kommen, empfindliche Geldstrafen, und die müssten immer im Blick des Unternehmens sein, des Unternehmensinhabers, des Geschäftsführers. Wie gehe ich mit diesen Änderungen um? Kriege ich die überhaupt mit, wenn ich international tätig bin? Und wenn ja, wie setze ich die um? Schaffe ich das überhaupt? Und das ist ein Risiko, mit dem sich auch der Patrick Schumacher auseinandersetzen musste. Er hatte in dem ein oder anderen System, das sehen Sie dort mit dem alten Computer, auch veraltete Systeme, die in der Performance sehr schlecht waren, wo wir haben da seine Mitarbeiter tatsächlich berichtet mit so, ja, wenn ich meinen Rechner morgens hochfahre und dann mich eingeloggt habe, dann kann ich mir erstmal einen Kaffee holen gehen. Vielleicht kennen Sie die Situation, bis er dann hochgefahren ist und alles so ist, wie es ist. Wir haben das Thema Data Protection, also jetzt nicht nur EU-Datenschutzgrundverordnung, sondern wirklich, wie halte ich meine Daten sicher in entweder einem eigenen Rechenzentrum oder bei einem Rechenzentrum von einem Dienstleister oder irgendwo archiviert dann auch, dass sich das alles sicher abspielt und ich auch dort in keine Bredouille komme. Wie gehe ich mit Änderungen in Tarifverträgen um? Wie ändere ich dann meine Betriebsvereinbarung? Wenn ich jetzt das System auf die neue Datenschutzgrundverordnung umschreibe, wie kriege ich das in die Betriebsvereinbarung mit? Habe ich alles bestellt, was ich bestellen muss? Was sind das überhaupt für Gesetze, mit denen ich umgehe? Und wir, die 5%, die Sie dort sehen, sind das, was wir erfahren, alleine nur in Deutschland, das ist so ein Mittelwert, aber auch international sind es 5,7%, steigert die Komplexität der Entgeltabrechnung, die Abwicklung der Entgeltabrechnung jährlich um 5%. Und das ist schon sehr viel. Da müssen Sie sich auch standhalten, da müssen Sie Ihre Mitarbeiter auch standhalten. Gibt es überhaupt die Mitarbeiter noch am Markt, die Lust haben, Entgeltabrechnung zu machen? Und laut DSGVO drohen Ihnen, wenn Sie sich an diese Regularien nicht halten, tatsächlich, oder eher gesagt dem Herrn Patrick Schumacher, 600.000 Euro an Strafzahlung. Warum 600.000 Euro? Ist ganz einfach. Er hat 15 Millionen Euro Umsatz gemacht weltweit, und egal wo er diesen Fehler begeht, hinsichtlich DSGVO, drohen ihm 4% des weltweiten Umsatzes an Strafzahlung. Und das sind in dem Fall 600.000 Euro. Und das wäre für ihn, das hat er bestätigt, und ich glaube, das würde jeder von Ihnen auch tun, schon ein sehr geschäftsschädigendes Risiko. Also war es für uns als Aufgabe, wie wir damit umgehen und wie wir ihn vor diesen Risiken, wie wir die P&S international vor diesen Risiken bewahren können, relativ einfach. Musste einen Service geben, der all-inclusive hat, der die fachliche Verantwortung der Entgeltabrechnung übernimmt für ihn und die technische Bereitstellung. Also wirklich dann auch die Rechenzentren zur Verfügung stellt, dass sie nicht mehr in-house gehabt werden, dass die Systeme fluffig laufen, dass die Mitarbeiter keine Zeit haben, sich einen Kaffee zu holen, bis der Rechner hochfährt, sondern tatsächlich dann der Rechner fährt hoch und alles ist da. Einen Webzugriff von überall auf der Welt. Herr Schumacher ist viel gereist in seinen Auslandsdependants,
und wollte dann dort auch einen Webzugriff haben. Das war das dann auch, dass immer die neueste Version ist. Also wenn es zu einem Release-Update kommt, weil eine der 20.000 Änderungen weltweit an Gesetzen kommt oder auch ein neues Feature mit rauskommt, was die Arbeit im HR noch einfacher macht als schon mit diesem System, dann muss das mit inkludiert sein, also in einem All-Inclusive-Service. Natürlich müssen alle Zertifikate da sein. Wenn ich mir diese Zertifikate hier anschaue, bin ich mir sicher, brauchen wir in Zukunft alle auch noch einen DSGVO-Button, in dem man sich zertifiziert, dass die Systeme DSGVO-sicher sind, wenn sie ihre Systeme noch nicht überprüft haben und 69% haben es nicht gemacht oder wissen es nicht genau, schauen sie auch, ob ihr Anbieter oder ob sie intern tatsächlich auch diesbezüglich alles haben, was sie brauchen. Natürlich GDPDU-konform und in den verschiedenen Ländern rein. Und wir haben mit dem Herrn Schumacher, gerade was das Risiko angeht, wie wir gerade besprochen haben, es geschafft, ein System zu etablieren bei ihm, was ihn davor bewahrt. Gut, wir hatten ja nicht nur eine Frage, wir hatten ja 7 Fragen insgesamt, mit denen wir gesprochen haben. Und wie oder was hält mich eigentlich in meinem HR-Geschäft, nur in der Personalabteilung, vom Fokusgeschäft? Also von der Kernaufgabe 15% Wachstum, neue Märkte erreichen, neues Land mit reinnehmen, wie Chile in dem Fall. Und was hält mich eigentlich davon ab? Wenn wir mal Deloitte nehmen, einer der großen 4 hinsichtlich Wirtschaftsprüfungsgesellschaft etc., haben wir im Schnitt in der HR-Abteilung 27 Prozesse, die bedient werden. Nur in der HR-Abteilung und nur in der Administration. Und das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Was sind das für Prozesse, mit denen wir uns bewegen? Das sind sowas wie die Lohnabrechnung natürlich. Das, worauf wir uns in dem Fall zuerst fokussiert haben. Das ist die Abwicklung der Reisekosten, die sie haben. Das ist auch hochadministrativ. Manche Personalabteilungen sind ganz glücklich, dass sie das nicht haben, weil das in der Finanzbuchhaltung ausgelagert ist. Das ist die Reporterstellung. Also Herr Schumacher war auch einer von den Chefs, die da mal gesagt haben, ich brauche mal eben, ich kann das persönlich übrigens auch, ich brauche mal eben ein Report zu dem und dem Thema, und dieses Mal eben bedeutet, dass ganz viele Menschen hin und her laufen und die Daten zusammensammeln und das dann natürlich auch in einer managementtauglichen Präsentation zusammenbauen oder zumindest in einem Format. Das ist die Fehlzeitenverwaltung, was ist, wenn die Mitarbeiter krank werden, das ist der Stundenzettel für interne und externe Mitarbeiter, das ist die Personalakte, alles das Themen, die in der HR-Abteilung zu finden sind. Und 80%, das ist die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, 80% der Prozesse, in denen sich heutige Unternehmen, KMUs, bewegen, sind rein administrativ. Also nichts im Sinne von strategischer Personalarbeit, oder Sie kennen alle dieses neue Wording, so neu ist es gar nicht mehr, HR Business Partner. Also was bringt das Unternehmen eigentlich voran, um die Ziele zu erreichen, die 15% Wachstum, nämlich Bewerbermanagement, meine eigenen Mitarbeiter entwickeln, dass diese nicht gehen, dass sie sich wertgeschätzt führen, Führungskräfteentwicklung, dass ich die Führungskräfte dahin bringe, dass sie ihre Mitarbeiter coachen können, dass ein Employer Branding, eine Kultur geschaffen wird, in der gerne gearbeitet wird. Wir alle wissen, dass wir in einen riesengroßen Fachkräftemangel hineinlaufen, der den Bewerbermarkt immer enger macht. Wir wandeln uns hin dazu, dass Unternehmen um die guten Top-Talente buhlen müssen und die sich nicht bewerben. Ich glaube, Sie kennen das, wenn Sie mal eine Stelle ausschreiben, kriegen Sie nicht die gewünschten Bewerbungen, die Sie brauchen. Es wird gerade in Ballungszentren auch immer enger, die richtigen Leute zu finden. Wie binde ich dann dieses Personal, was ich habe? Wie mache ich eine Nachfolgeplanung? Wir haben ja nicht nur den Fachkräftemangel, sondern wir haben ja auch noch die Alterung unserer Gesellschaft, viele werden in Rente gehen, wie kriege ich diese Lücken besetzt, wie nehme ich das Wissen mit und vor allem, wie gehe ich mit den ganzen Trends um, die da kommen, HR Analytics, wie weiß ich, wer der richtige und best fit ist. Und das sind die Themen, auf die sich auch die P&S konzentrieren wollte im Schwerpunkt, nämlich die strategische HR-Arbeit, das Business weiter voranzutreiben und die Minimierung der Administration. Und das war die große Aufgabe, der wir uns bewegt haben. Das haben wir auch geschafft. Ich wäre eine Lüge, wenn man sagen würde, man müsste die Administration oder man schafft es, die Administration auf 0% zu bringen.
Allerdings wollten wir, und das war das große Ziel, das ein wenig tauschen. Also die 20% Administration machen und die 80% dann auf die strategische Personalarbeit. Da schauen wir mal, ob wir das geschafft haben. Am Ende kommen wir dann nochmal drauf zurück. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie kann es gemacht werden, dass ich HR auf genau diese strategische Arbeit fokussieren kann? Und das ist, dass diese fachliche und technische Verantwortung übernommen wird. Mit dem, Sie sehen es hier, diesem Zahnrädchen oder diesem Baumstamm der Entgeltabrechnung, haben wir es geschafft, ein System zu etablieren, was alles miteinander kombiniert, dass Sie in einer Cloud arbeiten, in der Sie überall auf der Welt zugreifen können, dass, wenn Sie Themen im Dokumentenmanagement bearbeiten, dass Sie automatisch in der Payroll sind, dass Sie eine Zeitwirtschaft haben, die mit der Payroll kommuniziert, wo automatisiert, idealerweise sogar per App, für die Mitarbeiter, die Daten von Stundenzettel, Fehlzeiten, Urlaubsanträge, alles digital in die Payroll reinkommt, ohne dass irgendjemand da per Hand noch die Daten redundant pflegen muss. Das haben wir bei der P&S international etabliert. Dann kam es hinzu, dass die Vertriebsmannschaft recht groß war und viel gereist ist. Und da haben wir natürlich noch Reisekosten, die wir damit reingespielt haben, auch im Full-Service. Und ich habe es ja schon erwähnt, der Herr Schumacher wollte immer ganz viel wissen und wollte eine Reportings haben und Auswertelisten, um sein Business vorantreiben zu können, und das auch in Echtzeit und sehr schnell. Und so haben wir dann ein System etabliert, das gewartet wird mit Öl und Schräubchen von ADP. Und er damit es geschafft hat, tatsächlich die Kosten zu minimieren, flexibel zu bleiben und weiter zu wachsen. Wie ist er denn tatsächlich flexibel geblieben? Also Sie sehen, das ambitionierte Ziel, was wir uns vorgenommen haben, mit 80-20 einfach mal zu tauschen, wir nicht ganz umsetzen können. Wir sind am Ende des Tages bei der P&S international bei ja, 30 zu 70 gelandet. Das haben wir dadurch geschafft, dass die Systeme ein bisschen schneller gelaufen sind und dass wir sehr viel, dass Herr Schumacher sehr viel rausgenommen hat an seiner Administration, die Last von seinen Mitarbeitern herunter, um dann sich auf das Strategische konzentrieren zu können. Was ist ganz wichtig dabei, um dieses System einfach mal anzuschauen? Also es ist ganz wichtig zu gucken, wie ist die Ist-Situation eigentlich? Wie ist die Ist-Situation von der P&S international? Wie ist auch die Kostenstruktur? Also Sie sehen, wir haben eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht mit dem Herrn Schumacher und haben alle Kosten, die es dort gibt, die direkten und indirekten Kosten, einfach mal unter die Lupe genommen. Jetzt eine Frage, eine haben wir, glaube ich, vergessen, Herr Frage, ist nicht schlimm. Sind Ihnen die Kosten Ihrer HR-Abteilung, die indirekten und direkten Kosten, allen bekannt? Umfrage ist gestartet. Antwortmöglichkeiten Exzellent, auch vielen Dank. ja, nein oder weiß nicht. Genau, Das was Rote sind, kurz nochmal zur ist. Erläuterung, was sind direkte und indirekte Kosten? Die direkten Kosten sind ganz einfach. Das sind das, was Sie am Ende des Jahres sehen können. Das sind die Gehälter Ihrer HR-Mitarbeiter. Das sind die Rechnungen für Ihre Systeme. Das sind Rechnungen für Lizenzen und Release-Updates. Die indirekten Kosten, die sind viel interessanter. Und das ist auch das, wo wir sehr viel Zeit mit der P&S international verbracht haben. Und wo wir auch wirklich die Lupe angesetzt haben. Das sind die mit, wie lange dauert das eigentlich, bis ich den Urlaub gepflegt habe? Wie lange dauert das, bis ich mal so ein Reporting erstellt habe? Wie lange dauert so ein Reisekostenmanagement? Was für eine Gefahr habe ich hinsichtlich der Komplexität? Da kommen dann Jahreswechselseminare hinein. Also wirklich diese direkten und indirekten Kosten miteinander kombiniert, geben dann ein Gesamtbild, wo man dann den Schraubenschlüssel ansetzen kann. Okay, dann möchte ich Ihnen das Gesamtbild nicht länger vorenthalten. Ich schließe die Umfrage und übertrage Ihnen die Ergebnisse. Und wir haben 15%, die ihre indirekten und direkten HR-Kosten kennen, Wow. 65%, die sie nicht kennen und 20%, die es nicht so genau wissen. Ah, das ist schon das Bild, was wir auch immer wieder bekommen. Also das ist sehr, sehr ja, repräsentativ tatsächlich. Aber wenn wir jetzt mal PricewaterhouseCoopers hinzunehmen, PricewaterhouseCoopers hat mal eine Studie dazu gemacht, das ist schon ein paar Jährchen her.
und hat gesagt, dass wenn man nur die HR-Abteilung nimmt, sind 63% der Kosten versteckt. Und das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf, auch so was die Umfrage und unsere Umfrage gerade zeigt. Wir wissen von 63% der Kosten im HR-Bereich gar nichts. Deswegen ist es aus unserer Sicht sehr notwendig, tatsächlich die gesamtheitliche Brille aufzusetzen, um dann eine Prozess- und Potenzialanalyse erstellen zu können, um versteckte Potenziale zu sehen. Also es bringt gar nichts, sich den Preis anzugucken von irgendeinem Anbieter oder die Lizenzkosten oder die Gehälter. Das muss mit rein. Allerdings bringt es nichts, wenn man das alleine tut. Es ist ganz wichtig, sich ein Gesamtbild zu machen, um auch zu gucken, wie gewinne ich damit Potenziale und Ressourcen, die ich dann von der Administration umwickeln kann, hin zur strategischen HR-Arbeit. Und das ist das, was wir gemacht haben. Also wir haben eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht oder ein Business Case oder eine Total Cost of Ownership oder wie man das auch immer nennen mag. Also wir nennen das Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und haben geguckt, wie arbeitet eigentlich die HR-Abteilung der P&S international. Es war relativ einfach bei Herrn Schumacher. Die HR-Abteilung bestand im Schwerpunkt aus einer Person. Das war die Frau Schröder. Und Frau Schröder hat eigentlich alles in Personalunion gemacht. Frau Schröder hat versucht, mit Jahreswechselseminaren sich am Ende des Jahres, die ja dann auch durch die Krankenkassen angeboten werden oder durch ja Anbieter jeglicherseits, welche Neuerungen es im nächsten Jahr gibt, hat sich mit diesem veralteten System rumgeschlagen, musste sich mit den Gesetzen auseinandersetzen, hatte immer so ein bisschen Bedenken, also hat die Entgeltabrechnung vollkommen in-house gemacht, immer so ein bisschen Bedenken, dass ob das auch alles gut geht, ob sie die richtigen Meldungen hat. Die Mitarbeiter kamen zu ihr und haben ihr gesprochen, gesagt, ich brauche mal die Entgeltabrechnung vom letzten Jahr, ich mache gerade meinen Steuerjahresausgleich, mein Urlaubsantrag ist weg, kannst du nochmal gucken, ob ich da Urlaub habe, ob der genehmigt ist. Also es hat alles die Frau Schröder selbst gemacht, hat mir verraten in einem Gespräch, dass sie sogar zeitweise samstags arbeiten muss, um diesen Workload zu bewältigen. Natürlich hat Herr Schumacher darüber nachgedacht, jemanden einzustellen. Und zum Glück haben wir voran ein bisschen über die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gesprochen, um zu gucken, ob sich das lohnt, ob das Problem damit bewältigt wird oder ob man den Schlüssel woanders ansetzen kann. Wir haben es geschafft mit den Themen, die wir gerade kurz beleuchtet haben. Es ist immer ein Abriss. Ich stehe gerne im Nachgang in den nächsten Tagen, Wochen auch zur Verfügung, um über die P&S international zu sprechen oder das auch mit Ihnen zu machen. Geschafft, die 30% Admin bei ihr zu machen und sie von allen anderen sämtlichen Tätigkeiten, soweit es geht, frei zu machen. Und damit hat sie, wir haben jetzt kurz wieder gesprochen, weil ich natürlich dann auch immer interessiert bin, wo die Reise hingegangen ist dann am Ende des Tages. Sie ist immer noch da und ist nicht gegangen und hat gesagt, das hat schon sehr viel gebracht. Und es wurde auch in der HR-Abteilung noch zwei Leute eingestellt. Allerdings arbeiten die nicht in der Administration, sondern es geht wirklich darum zu gucken, wie kriege ich die richtigen Leute, also Recruiting und Betreuung der eigenen Mitarbeiter. Wie kann ich das System erweitern? Wo geht die Reise hin? Das ist ebenfalls ein immanent wichtiger Punkt, denn es bringt nichts, ein Ist-System nach dem Ist-Start aufzubauen oder nach den Anforderungen der heutigen Zeit, sondern es ist sehr wichtig auch zu gucken, wo kann die Reise in Zukunft hingehen. Also wir alle lesen, wenn wir die Zukunftstrends anschauen, zurzeit lesen wir von Big Data oder von künstlicher Intelligenz etc. Und das sollte man alles mit im Hinterkopf behalten, wenn man Systeme etabliert, wo man weiß, okay, wenn ich jetzt was brauche, eine Personaleinsatzplanung, ich wachse jetzt irgendwo so weit, dass ich mein Personal dort einplanen muss, oder eine Personalkostenplanung. Ich kriege so viele Mitarbeiter, dass ich wirklich mal einen Überblick brauche, mit welche Planstellen habe ich in Zukunft, wie kriege ich das dann umgesetzt. Oder ich möchte einen Urlaubsantrag digitalisieren. Und wie kann ich das in dieses System hereinmachen und hereinbauen, dass es diese offenen Systeme gibt. Und auch das ist ein sehr wichtiger Punkt, der mit reinkommt. Also von dem Einblick, Sie sehen es oben links, von dieser ja doch sehr intensiven Silolandschaft hin zu einem funktionierenden Uhrenwerk und Zahnradwerk oder zu diesem tollen Baumstamm mit den einzelnen Ästen und den Blättern, der die Möglichkeit hat, neue Triebe heraussprießen zu lassen und neue Äste herauswachsen, in dem Fall hier damit Personaleinsatzplanung, Personalkostenplanung und Urlaubsantrag.
Eine der zentralen Fragen, die sich dann noch gestellt hat, wie schaffe ich das nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auch international, haben wir an einem internationalen Entgeltabrechnungssystem gearbeitet und das auch umgesetzt. Also Sie sehen, auf der linken Seite war das Setting war ungefähr so, dass in Deutschland hat die Frau Schröder damals die Entgeltabrechnung selbstständig durchgeführt, also in-house, die Daten zusammengesammelt und das dann eingehackt ins System und abgesendet. Und in den verschiedenen Auslandsdependants waren dann tatsächlich eigene Steuerberatermodelle, aber auch vor allem in den Niederlanden war es auch in-house. Und das musste dann in irgendeiner Art und Weise konsolidiert werden, war sehr schwierig. Diese verschiedenen Anbieter mussten gehandelt werden. Das war die Ausgangssituation. Und Ziel war es, das haben wir auch umgesetzt mit ADP gemeinsam auf der ganzen Welt, ein System zu haben mit einem Reporting, einem Preismodell, eigenen Standards, die dort hinarbeiten, dass man weiß, was kriege ich in welchem Land, auch wo die Reise noch hingeht, also wenn ich in ein zukünftiges Land gehe, wo geht die Reise dahin, dass ich weiß, was mich erwartet, ein Vertrag und natürlich eine Rechnung, das war dem Herrn Schumacher ganz wichtig, dass er eine Rechnung hat, die er dann bezahlt oder dann an seine Auslandsdependants weitergibt, aber zumindest tatsächlich dann konsolidiert bekommen und ein zentraler Ansprechpartner. Damit, und Sie sehen es auch hier, Chile tatsächlich dann im Wachstumsportfolio mit rein kann. Also das Ziel ist auch, dort Flexibilität zu halten. Wenn man sagt, ich möchte jetzt gerne in ein neues Land, dann docke ich einfach dieses Land an das System ran. Also ein neuer Ast aus dem Baum heraus. Oder ich dock das Land wieder raus, weil sich doch herausgestellt hat, dass der Erfolg in diesem Business nicht so gut war, dass man das dann rausnimmt und woanders hingeht und sich so die Flexibilität erhält. Ja, und was haben wir jetzt nach 4 Jahren? Was hat der Herr Schumacher, was hat die P&S international umgesetzt bekommen als Zielsetzung, nachdem wir uns wirklich in diesem doch sehr diffusen Umfeld bewegt haben, eine hohe Silo-Landschaft. Frau Schröder war jetzt nicht so glücklich, also dieses Ausfallrisiko, dass Frau Schröder geht. Und dann wäre das ganze System erstmal kurz zusammengebrochen oder man hätte einen Interimer gebraucht, der das dann ad hoc zu einem hohen Preis organisiert. Und was hat der Herr Schumacher bzw. die P&S international gemeinsam mit uns umsetzen können? Dadurch, dass die Landschaft und die Wurzeln erstellt worden sind, wir haben nach 4 Jahren einen Umsatz Wachstum von 3,5 Millionen gemacht, also 20% tatsächlich. Also jetzt sind wir bei 18,5 Millionen, die er gemacht hat. Er hat nicht mehr 85, sondern 113 Mitarbeiter, sind 28 Mitarbeiter mehr, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den verschiedenen Ländern. Also in Chile sind es 2 Vertriebler, die damit reingekommen sind, die dann aber durch den jetzigen Anbieter behandelt werden, vor allem in der Entgeltabrechnung. Und er hat nicht nur Chile mit dazu genommen, im Land immer noch da ist, sondern auch Frankreich. Also ein Land mehr als geplant und betreut jetzt die Marke für 100 Mitarbeiter überschritten, ist mit 7 Auslandsgesellschaften ja auch eine der tragenden Säulen im KMU-Segment. Wenn man das jetzt alles kurz zusammenfasst, wie ist die Reise der P&S international eigentlich vonstatten gegangen? Ist es relativ einfach und so spiegelt sich das in jedem Prozess, in jedem Kundenprozess, den wir gemeinsam mit unseren Kunden begehen, wieder. Wir beginnen natürlich mit einer intensiven Analysephase. Also wie ist die Ist-Situation? Wir sammeln die Informationen. Wo soll die Reise hingehen? Wir setzen uns am Tisch mit allen Beteiligten, so wie Sie es gesehen haben, eingangs und schauen, welche Risiken haben wir. Dann sammeln wir die nötigen Informationen und bauen eine bedarfsgerechte, einen bedarfsgerechten Rahmen. Dann gehen wir in dieses gemeinsam immer alles, in dieses Soll-Konzept und gucken, wo kann die Reise hingehen und wo wird sie vielleicht dann auch in Zukunft noch weitergetragen. Also jetzt nicht nur die Ist-Situation, sondern wo kann ich die verschiedenen Äste des Baumes noch sprießen lassen, um zu gucken, wie passe ich mich auch den Veränderungen an, wie jetzt zum Beispiel im Mai der Datenschutz-Tsunami. Dann in den Business Case, wie Sie ihn hier sehen, also die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, was ist die Ist-Situation, direkte und indirekte Kosten und wie kann das mit einer zukünftigen neuen Lösung aussehen und wo habe ich potenzielle Kosten zu sparen und auch Ressourcen gegebenenfalls umzuschichten, um Kernbusiness zu betreiben. Dann wird natürlich wird das
dadurch, dieser Business Case oder diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird dadurch dann für die Finance-Abteilung, also der kaufmännische Leiter, natürlich mit Herrn Schumacher zusammen in dem Fall, waren sehr interessiert daran, Kosten zu sparen oder zumindest nicht teurer zu werden. Da kriegt man dann dieses Agreement mit raus. Dann baut man einen individuellen Projektplan, wie dann in dem Fall ein internationaler mit den verschiedenen Ländern und zwei Ländern noch mit on top. Dann mit dem Betriebsrat und auch dem Datenschutzbeauftragten wird dann geschaut, mit sind alle Regularien eingehalten, können die Rechenzentren das, kann das System das, bin ich auf sicherem Level. Ich kann Ihnen sagen, dass das Feedback ganz oft kommt mit Mensch, durch diesen neuen Anbieter oder durch den Anbieterwechsel haben Sie mich im Datenschutz tatsächlich auf ein ganz neues Level gehoben. Also hier fühle ich mich jetzt sicherer, das sagen die Datenschutzbeauftragten, aber auch der Betriebsrat und die Mitarbeiter. Also das ist schon ein ganz schönes Feedback, was wir da dann bekommen. Das ist natürlich auch eines der wichtigsten Aufgaben, die man als HR-Dienstleister hat, um auch für den Mitarbeiterdatenschutz zu sorgen. Und dann wird in Form eines Kickoffs natürlich geguckt, wann starten wir, wie starten wir, jetzt geht's los, wer hat was zu tun, dann geht gestartet, dann geht's los, dann wird's umgesetzt, dann ist man live irgendwann, überall auf der ganzen Welt, wie bei der P&S International. Und dann gibt's ein Feedback und geguckt mit, okay, starten wir vielleicht wieder vom Neuen, weil die Reise jetzt woanders hingehen will, weil der Herr Schumacher sich was anderes erlebt hat. Und dann hat man ein System, was in dem Fall dazu gesorgt hat, dass die P&S International massiv wachsen konnte. Und vor allem, was natürlich mein persönliches Anliegen ist, auch Frau Schröder glücklich ist und nicht in der Burnout-Beratung ist. Gut, das war die Reise der P&S International in der Umschichtung von einem sehr aufwendigen System und doch sehr auch dilettantisch betrieben, weil man es nicht vorher wusste und das Wachstum auch da war, hin zu einem einheitlichen HR-Outsourcing. Und jetzt haben wir, glaube ich, die Chance, Herr Prager, es ein bisschen geschafft, früher fertig zu werden, ein paar Fragen zu stellen. Ja, hier sind auch schon ein paar Fragen aufgelaufen und ich möchte nochmal alle dazu animieren, stellen Sie gern Ihre Fragen. Ein paar haben wir auch schon parallel beantwortet. Da ging es mehr um organisatorische Dinge, ob man im Nachgang die Präsentation bekommt. Aber hier vielleicht nochmal ganz kurz für alle, darüber wird Herr Görs nochmal gesondert per Mail informieren. Das war richtig. Genau. Okay. Genau. Also Sie haben natürlich die Möglichkeit, mich auch hier zu kontaktieren, den verschiedenen Kanälen. Ich bin natürlich auf Twitter, auf Xing, schicken Sie mir eine Anfrage, LinkedIn, schauen Sie an unserem Blog vorbei oder rufen Sie mich an oder schreiben eine Mail und ich bin da die gläserne Manufaktur und werde Ihnen dort alles zur Verfügung stellen, was Sie an Informationen brauchen. Sehr gerne. Super, dann kommen wir doch jetzt mal ganz kurz auf eine Frage, die auf den ersten Teil oder auf das erste Drittel Ihrer Präsentation sich bezieht. Und zwar hatte jemand eine Lohnabrechnung beim Steuerberater ausgelagert und fragt jetzt nach dem Unterschied zu einem HR-Dienstleister wie eben ADP. Also wo liegt der Vorteil, der Unterschied zwischen Steuerberatern und HR-Dienstleistern in Bezug auf die Lohnabrechnung? Ah, das ist eine super Frage. Der Steuerberater ist natürlich auch so eine Art HR-Outsourcing, wenn man seine Entgeltabrechnung oder seine Lohnabrechnung zum Steuerberater herausgibt. Allerdings ist das Feedback, was wir auch so generieren oder was der große Unterschied ist, ist, dass man recht selten einen intensiven Einblick in seine eigene Datenlage hat. Also bei Herrn Schumacher war es so, er wollte mal ein Reporting haben, am besten direkt in Excel raus exportiert, damit er das weiterverarbeiten kann mit seinem kaufmännischen Leiter. Und das stellt sich schon zeitweise sehr schwierig. Dann ist es so, dass wir auch in dem Bereich direkte und indirekte Kosten liegen. Also es ist in diesem All-Inclusive-Service, den ein HR-Dienstleister bieten sollte, um ein guter HR-Dienstleister zu sein. Es ist oftmals beim Steuerberater so, dass sehr viele Themen on top kommen. Also Ein- und Austritte werden nochmal extra berechnet. Vielleicht ist das Feedback oder die Korrespondenz mit dem Steuerberater wird nochmal extra berechnet. Die Daten werden in dem Format weiter erhalten, wenn man ein Reporting braucht, was man vielleicht nicht weiterverarbeiten kann. PDF ist da ganz oft gern genommen. Also das sind alles Themen, die bei einem HR-Dienstleister nicht aufkommen sollen. Meistens ist es auch so, dass der Steuerberater nicht selber die technische Verantwortung übernimmt für das System und nicht sagt, okay, ich passe darauf auf, dass immer die neuesten Release-Updates drauf sind, sondern hat dann noch ein
externen Dienstleister mit an der Hand. Also hier hängt es natürlich von Steuerberater zu Steuerberater. Jetzt weiß ich nicht, ob ein Steuerberater mit an Bord ist hier heute. Also gerne auch anrufen danach und mich belehren, wenn es was anderes sein sollte. Das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und ein HR-Dienstleister bietet natürlich noch diesen All-Inclusive-Service an, wie die digitale Personalakte, Urlaubsplanung, Reisekosten mit abwickeln, internationale Entgeltabrechnung durchführen. Also gerade im KMU-Bereich ist es so, dass man oft das Lohnbüro oder den Steuerberater aus dem eigenen Staat, aus dem eigenen Umfeld hat und ist dieser in der Lage, dann auch das internationale Wachstum mit zu begleiten oder baue ich mir dann wieder eine eigene Dienstleisterlandschaft. Also insofern ist es schon sehr wichtig, dort auch die Ist-Situation zu betrachten und welche Vor- und Nachteile gibt es dann im Endeffekt für mich in der HR-Abteilung, wenn ich einen HR-Dienstleister dann wie ADP oder auch andere mit zur Rate ziehe. Vielen Dank für die Frage. Ja, ich hoffe, die ist damit beantwortet. Wir haben noch eine Anschlussfrage. Und zwar, die kann man sich ja wirklich zurechtstellen. Wenn ich jetzt all die Arbeit auslagere in Bezug auf die Lohnabrechnung, was bleibt denn dann eigentlich unterm Strich noch übrig? Also wie sehr sägt man an seinem eigenen Ast, wenn ich jetzt alles auslagere? Um das mal ein bisschen anders auszudrücken, die Frage. Ja, sehr gute Frage. Dann nehmen wir mal Frau Schröder als Beispiel. Sie hat ja quasi an ihrem Ast gesägt oder hatte dann nicht mehr den Samstag zu erledigen. Also es zeigt sich in dem Fall P&S international, dass tatsächlich am Ende für die Administration übrig geblieben ist, wenn Frau Schröder hat ja, wie gesagt, samstags noch gearbeitet und hat dann nur für die Administration, das ist Urlaubsanträge, Reisekosten, die Übermittlung der Daten, der Entgeltabrechnung, sind unterm Strich 0,2 FTE, also 0,2 Vollzeitäquivalente, eine Teilzeit von ihr, also übrig geblieben im Monat. Also den Rest konnte sie darauf bringen, dem Herrn Schumacher zuzuarbeiten und aber auch dafür zu sorgen, dass die strategische HR-Arbeit weiter vorangetragen wird. Also 0,25 in dem Fall. Okay, gut. Die mathematische Antwort. Ja, das hört sich aber vielversprechend an. Nicht, dass man sich dann doch irgendwann selbst obsolet macht. Das wäre natürlich auch nicht so zielführend. Aber das ist hier definitiv nicht der Fall. Da könnte man sich beispielsweise auch in der gewonnenen Zeit um andere Prozesse, die datenschutzkonform werden müssen, vielleicht auch mit bemühen im HR-Bereich. Von daher hier eine sehr weitere gute Anschlussfrage. Ist der Service bzw. sind die Daten datenschutzgrundverordnungskonform und sicher? Ich denke, das haben Sie zwar schon dargelegt in Ihrem Vortrag, aber vielleicht holen Sie da nochmal ganz kurz durch, weil das scheinbar dann doch sehr viele mit beschäftigt. Sehr gerne. Also es ist jeder HR-Dienstleister, den sich ausruhen, sollte das natürlich gewährleisten. Jetzt spreche ich mal für ADP. Bei ADP ist es so, dass wir bereits weltweit DSGVO-ready sind oder wir nennen das dann GDPR-ready, das ist den englischen Namen dafür. Also wir stellen unseren Unternehmen oder unseren Kunden tatsächlich die Daten so zur Verfügung, dass sie sich bereits heute in einem DSGVO-sicheren Umfeld bewegen. Das war auch letztes Jahr schon so. Und darüber hinaus verhandeln wir gerade direkt mit der EU über individuelle Datenschutzregelungen. Das nennt sich BCR. Das sind die Binding Corporate Rules. Das bedeutet, dass die EU mit uns tatsächlich so verhandelt, dass wir als internationale Anbieter, also da haben wir den Fokus tatsächlich auf unsere internationalen Kunden, die Daten so bereitstellen, wenn sie in Russland oder in den USA oder wenn sie in den irgendwo in Fernost erhoben werden und so verarbeitet werden, dass wir EU-Datenschutz grundkonform sind. Und da sind wir kurz vorm Abschluss und dann sind wir einer der wenigen Anbieter von 13, die das überhaupt jemals mit der EU verhandelt haben im Rahmen der DSGVO und der erste HR-Dienstleister. Also insofern, wir sind bereits DSGVO konform und arbeiten darüber hinaus sogar noch um eine Vertiefung des Datenschutzes für unsere Kunden, damit unsere Kunden sich hier auf sicherem Terrain bewegen. Das klingt wirklich ausgesprochen sicher. Danke.
Da sollte man sich vermutlich keine Gedanken mehr machen müssen. Wie beim Steuerberater, bloß mit der Übernahme von Verantwortung ist das ja dann ganz zielführend. Genau. Das ist wunderbar. Ich habe eine gute abschließende Frage. Und zwar, also welcher preisliche Horizont kann man denn ansetzen? Das ist ja immer so gern gesehene Frage, ob man über dicken Daumen irgendwas schätzen kann, wenn Sie da eine Aussage treffen. Ah, das ist die Frage, hören wir immer sehr, sehr oft. Schon direkt am ersten Telefonat. Hier ist es so, dass wir wirklich gucken müssen, was ist gewünscht? Also welcher Service ist gewünscht? Welche Module spielen mit rein? Also wie soll der Baum beziehungsweise das Zahnradmodell gestrickt sein, dass man dann erst über den Preis sprechen kann? Also es ist auch so, dass man das jetzt, es kann von bis gehen. Also ich kann Ihnen sagen, das geht von wir können von 2,50 € bis hin zu 30 € können wir alles machen. Das geht allerdings nur, und wir verstehen das Business auch so, dass wir schauen, wo ist die richtige Blume in dem Blumenstrauß, die wir heraussuchen für unsere zukünftigen Kunden, dass wir dann auch erst ins Angebot gehen können, wenn wir die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung beziehungsweise die Ist-Analyse gemacht haben. Also einen Pauschalpreis kann ich so gar nicht machen, und ich bin auch der Meinung, das ist heutzutage bei den Anforderungen auch gar nicht mehr möglich. Aber gerne gehen wir überall mit rein und schauen, wie ist die Ist-Situation und wo soll die Reise hingehen, und dann werden wir gemeinsam einen Preis finden. Top. Es hängt wie immer davon ab. Oder es kommt Ob, darauf an. natürlich. Ganz genau, sehr schön. Genau. Okay, Herr Görs, wir haben jetzt aktuell keine weiteren Fragen. Wollen Sie noch eine Art Schlussstatement setzen? Denn sonst wären wir tatsächlich am Ende angekommen. Ich kann Sie nur dazu einladen, allesamt. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und auch für die vielen Fragen. Ich kann Sie nur dazu einladen, kommen Sie gerne auf mich zu oder sprechen Sie uns auch auf der Homepage oder auf das Team, den sozialen Medien an. Folgen Sie unseren Diskussionen auch. Und wenn Sie Interesse haben an einem weiterführenden Gespräch, scheuen Sie nicht den Anruf. Und ja, wir werden dann einfach mal die Lupe ansetzen und gucken, wo bei Ihnen Potenziale sind. Und im besten Fall für Sie haben Sie keine Potenziale dafür, weil Sie schon sehr, sehr gut aufgestellt sind alle, aber dafür einen ganz tollen Überblick, wie Ihre Ist-Situation direkt und indirekt gestrickt ist. Ich freue mich drauf und ja, bin ganz gespannt, von Ihnen zu hören. Das war doch ein super Statement. Vielen Dank, Herr Görs. Vielen Dank an ADP und an Ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer des heutigen Webinars. Ich hoffe, wir konnten Ihre Fragen beantworten. Herr Görs wird Sie im Nachgang, wie eingangs erwähnt, noch mit einer E-Mail versorgen, wo Sie erfahren können, wie Sie an die Präsentation kommen, an die Aufzeichnung und dergleichen. Und für alle Ihre weiteren Fragen steht Herr Görs ja auch im Nachgang zur Verfügung, wie eben erwähnt. Von daher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche restliche Woche und verbleibe in diesem Sinne mit freundlichen Grüßen. Machen Sie es mal gut. Sonnige Grüße aus Hamburg. Bis dann. Tschüss. Tschüss.